Einen. Heute mal aus einer ganz anderen Perspektive. Hat zwei Gründe. Erstens mal, dieser Sitzsack ist der Hammer. Ich liebe ihn. Ich finde ihn so toll. Jeder, der meine Twitch-Let's Plays schon gesehen hat, weiß, ich komme da nicht mehr raus. Ich bin festgewachsen und ich finde es gar nicht mehr so schlimm. Der zweite Grund ist, ich habe heute ein neues Format am Start. Deswegen auch so ein bisschen der Hintergrund mit den Büchern einfach, weil ich finde, dass das ein bisschen passt. Ich werde euch heute ein Buch vorstellen. Ich hoffe mal, dass ich nicht allzu sehr rumstammel. Ich habe mir zwar ein Skript zurechtgelegt, aber ihr wisst, das ist immer versucht frei zu reden mit Skript. Das ist manchmal jetzt mal das eine oder andere. Keine Ahnung, man kriegt ja nochmal neue Ideen. Und jo, ich versuche jetzt einfach mal, möglichst ohne Gestammel, euch ein ziemlich gutes Buch vorzustellen, was ich vorher leider auch noch nicht gekannt habe. Mal ein bisschen zur Hintergrundgeschichte. Ich habe es vor fast einem Jahr auf Facebook gewonnen und habe versprochen, eine Videorezension dazu zu erstellen. Unter anderem, das hat jetzt leider Gottes fast ein Jahr gedauert, möchte ich mich auch sehr, sehr, sehr dafür entschuldigen. Der Grund, warum es jetzt einfach so lange gedauert hat, einerseits, ich bin jemand, wenn ich sowas mache, ich versuche es richtig zu machen, ich versuche es anständig, ordentlich durchzuarbeiten und nicht einfach so durchschnoddern, ein paar Notizen machen und das war's. Zum anderen muss ich gestehen, ich habe leider nicht immer die Zeit gefunden, in einem Buch zu lesen, was ich auch sehr, sehr schade fand. Es war einfach eine sehr turbulente Zeit letztes Jahr. Und das Dritte ist, ich musste, wenn ich es mal gelesen habe, doch des Öfteren Pause machen. Einerseits, weil es sehr rasant war, andererseits, weil es ein paar Szenen beinhaltet hat, die für mich persönlich ein bisschen, ja, hart ist es übertrieben. Die waren schon heftig, die waren echt heftig. Versteht mich nicht falsch, ich bin nicht zart, ich liebe Horrorgames. Ich lese seit meinem 11., 12. Lebensjahr Stephen King Romane. Also, was das angeht, bin ich definitiv niemand, der wirklich zur Zeit beseitigt ist. Nichtsdestotrotz, also wenn ihr auf Horror steht, wenn ihr auf Gore steht, wenn euch der Sinn nach ein bisschen einer blutigeren Geschichte steht, habe ich hier ein Buch, was ich euch definitiv ans Herz legen kann. Das ist Auf Leben und Tod von dem Autor Martin S. Burkhardt. Ich werde euch jetzt mal den Klappentext vorlesen, damit ihr ungefähr eine Ahnung habt, worum es geht, mal so ein bisschen noch tiefer einsteigen. Dann könnt ihr herausfinden, ist das was für euch, ist es nichts für euch. Genau. Henry, ein gewalttätiger, kaputter Mann, fängt Frauen und Männer ein und zwingt sie in seinen unterirdischen Katakomben zum Sex. Eine neue Generation wächst heran, die das Tageslicht niemals gesehen hat. Bereits von klein auf müssen die Kinder lernen, sich zu behaupten. Henry ist ein Fan von brutalen Außenweltkämpfen und möchte diese Kämpfe zum Mittelpunkt seines unterirdischen Reiches machen. Aus den Kindern werden im Laufe der Jahre Jugendliche. Einfache Kämpfe reichen wieder nicht mehr. Von nun an geht es auf Leben und Tod. Ich muss auch ganz ehrlich gesagt gestehen, die Covergestaltung, die ist sehr, sehr düster. Fand ich jetzt aber auch so ein bisschen, man muss da zweimal hingucken. Also als ich das erste Mal in der Hand hatte, ich weiß nicht, ob ihr das seht von mir, als ich das erste Mal in der Hand hatte, habe ich nur sie gesehen. Ich dachte ja, eine junge Frau verzweifelt, hockt in der Ecke, schreit, habe dann aber beim Näheren hinsehen erst bemerkt, dass hier unten noch jemand ist und die im Kampf ineinander verkeilt sind. Auch das Grundkörper, das auch nochmal. Das ist sehr, sehr, sehr düster. Und ich bin ja so ein kleiner Fan von Covergestaltung. Also ich mag es nicht, wenn man so aufs Cover irgendwas draufklatscht, was überhaupt nichts mit der Handlung zu tun hat. Hier ist es definitiv nicht so, aber ich möchte jetzt nicht zu viel verraten. Geht auf alle Fälle um einen jungen Mann, wie wir es schon angedeutet haben, Henry. Oder Henry, das ist ein Deutscher. Seine Geschichte wird erzählt auf seinem 8. Lebensjahr ungefähr. Ich muss so kurz umblättern. Moment. Also auf seinem 8. Lebensjahr erfährt man so ein bisschen was über sein Leben. Also Vater und Mutter sind beide sehr brutal. Die bestrafen ihn für jede Kleinigkeit, die er verbockt. Mit Schlägen, mit anderer Gewalt. Und er wächst eigentlich in einem Umfeld auf, was für einen 8-Jährigen absolut nicht gut ist. Also, was heißt nicht gut? Er wird misshandelt, körperlich, psychisch.
Er hat das Minimalste an Einrichtungsgegenständen. Er hat vielleicht ein Bett, er hat ein Zimmer, er hat einen Schrank. Wächst auch in sehr ärmlichen Verhältnissen auf. Man kann sich schon ungefähr denken, warum er so geworden ist, wie er geworden ist. Dann hat man zum anderen, und es wird abwechselnd von Kapitel zu Kapitel erzählt, an die junge Frau oder das junge Mädchen Aldiana, die wohl im Königreich von Henry aufwächst. Es fängt mit ihr an, da ist sie 12. Und dann bekommst du ein bisschen Einblick in ihr Leben. Also wie sie in dieser engen unterirdischen Anlage lebt, was ihnen erzählt wird, dass die Erde verstrahlt ist, dass es wohl eine Art Atomkrieg gegeben hat und sie nur in diesem Bunker, in dem sie jetzt leben, sicher sind. Es wird so ein bisschen beengt und sie kam mir nicht unbedingt wie der 12-Jährige vor, abgesehen mal so ein bisschen von ihren Ängsten. Sie hat zum Beispiel Angst vor dem Staubsauger, der ja von der Erdoberfläche kommt und der ganz bestimmt verstrahlt ist, auch wenn jeder sagt, nee, der ist nicht verstrahlt, alles gut. Und sie wird mehr oder minder ja, dazu angehalten zu trainieren im Kämpfen, dass sie gegen ihre Kontrahenten gewinnt. Also diese Kämpfe, die sind noch so, dass derjenige, der aufgibt oder der nicht mehr weiterkämpfen kann, verloren hat. Es ist nur nicht so, dass sie von Anfang an den Kontrahenten umbringen muss. Das kommt erst noch. Nichtsdestotrotz merkt man halt einfach so, für eine 12-Jährige ist es also auch nicht wirklich das ideale Umfeld. Also sie muss kämpfen, sie muss trainieren, sie hat kaum eine Schulbildung. So zu ihrer Mutter hat sie auch nicht wirklich so ein Mutter-Kind-Verhältnis, weil vor allen Dingen auch verboten ist, die Eltern mit Mama und Papa anzusprechen. Es ist auch verboten, sich gegenseitig Kosenamen zu geben. Also so ein liebevolles Miteinander sieht halt mal anders aus. Wie ich schon vorhin geschildert habe, ist es so von Kapitel zu Kapitel abwechselnd erzählt. Man hat einmal Henry, dann wieder Aldiana, dann wieder Henry und Aldiana. Und ich habe dann mal ein paar Notizen gemacht. Also es ist mehr oder minder chronologisch, bis auf den Prolog, der fast schon in der Gegenwart anfängt. Und so baut sich mehr oder minder eine Spannungskurve auf. Also man hat halt immer wieder so Kapitel für Kapitel Einblick in das Leben des jeweils anderen. Es kommen Fragen auf. Man möchte einfach wissen, wie geht es mit denen weiter? Wie ist es so weit gekommen, dass sich zwei Jugendliche gegenseitig umbringen müssen, weil ansonsten beide getötet werden? Wie ist es dazu gekommen, dass eine ganze Schar von Menschen einem einzigen Mann folgt, der noch nicht mal großartig kräftemäßig was zu bieten hat? Wie ist es dazu gekommen, dass sie unten in dieser Bunkeranlage eingesperrt sind und nicht versuchen zu fliehen? Und finde ich persönlich das sehr, sehr faszinierend. Ich finde es sehr, sehr erschreckend, wenn man so bedenkt, ja, ist es denn möglich, Menschen zu entführen und in einer Bunkeranlage ihr Dasein fristen zu lassen? Hier in Deutschland. Und so wie es in diesem Buch beschrieben ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es, wenn man die richtigen Leute entführt, die man nicht sofort vermisst, dass das wirklich, dass das machbar ist. Und das erschreckt mich wirklich zutiefst. Ich meine, man muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Man hört es ja auch ab und an mal in den Nachrichten zum Beispiel, das mit Natascha Kampusch haben wir ja alle mitgekriegt. Das Mädchen wurde wirklich jahrelang in einem Kellerverlies festgehalten. Dann gab es noch den anderen, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, ich hätte nachschauen sollen, der sowohl Tochter als auch Enkelkinder im Keller festgehalten hat, auch über Jahre hinweg. Und keiner hat was davon gemerkt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese Art des Entführens, des Festhaltens schon irgendwie machbar ist. Und das, ich finde das gruselig. Ich kriege dann eine Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Weil vor allen Dingen, Henry hatte die Mittel dazu. Er hatte das Geld, er hatte die Anlage. Und wie er das gemacht hat, es ist abschreckend wie faszinierend. Und wenn euch das Thema wirklich interessiert, also ich kann es euch nur ans Herz legen, holt euch dieses Buch, es kostet 12,99 €, wie gesagt, erschienen im Lucifer Verlag. Und ich lese ja wirklich schon seit, keine Ahnung, also seit Jahren wahnsinnig gerne Bücher, alles Mögliche, was mir vor die Nase kommt. Und ich wurde hier wirklich nicht enttäuscht. Also ich habe keinerlei Logikfehler gefunden, ich habe nichts gefunden, was mich irgendwie so ein bisschen skeptisch gemacht hat. Die Charaktere an sich fand ich
waren in sich stimmig, waren in sich schlüssig. Es gab nichts, wo ich mal gesagt habe, so ja, nee. So würde der jetzt eigentlich nicht reagieren, aber okay, lass mich mal so stehen. Gab jetzt nichts, wo ich jetzt gesagt habe, das stört mich jetzt total. Und ich finde es sehr, sehr faszinierend, auch wie die Charaktere sich entwickeln. Wo man einfach eine Wandlung in denen sieht. Henry, der vom süßen kleinen Jungen einfach mehr oder minder zum gestörten Monster wird, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, weil er einfach sich daran aufgeilt, wie die Leute sich gegenseitig verkloppen. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel verraten, weil sonst spoiler ich und das mache ich auch nicht so wirklich. Ja, wenn ihr das Buch auch schon mal gelesen habt und mit mir darüber reden möchtet, ihr könnt es in die Kommentare schreiben, ihr könnt mich auf Facebook anschreiben. Entschuldigung. Also wie gesagt, hier auf YouTube, auf Facebook, wenn ihr mal auf Twitch online seid und ihr seht mich streamen, könnt ihr mich auch da gerne anschreiben. Ich würde mich wahnsinnig gerne mit Leuten unterhalten, die das Buch auch gelesen haben. Ich werde vielleicht noch eine Analyse dazu machen, das weiß ich jetzt noch nicht genau, weil ich einfach, wie gesagt, ich möchte hier nicht spoilern, ich möchte es nur vorstellen. Ich würde es von der Wertung her 9 von 10 Punkten geben, 9 deswegen, weil mich das Ende so ein bisschen eher so perplex gemacht hat. Es ist einfach so mehr oder minder offenes Ende. Und ich hoffe eigentlich wirklich, dass es vielleicht noch einen zweiten Teil gibt, wenn sich das denn lohnt. Das wäre schön, das würde mich wahnsinnig freuen. Nichtsdestotrotz ein sehr empfehlenswertes Buch. Ich habe es wahnsinnig gerne gelesen und kann ich nur weiterempfehlen. Okay, das war es jetzt von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Buchtipp geben. Es ist Freitag. Ihr habt ein ganzes Wochenende Zeit zu lesen. Wenn ihr es vor die Nase bekommt, versucht es mal. Vielleicht ist es ja auch eures. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Man sieht sich, vielleicht auf Twitch, vielleicht auf YouTube, vielleicht irgendwo anders. Ich habe morgen ein Fotoshooting, da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Das erste Mal so richtig hinter der Kamera stehen. Ansonsten bis nächste Woche hoffentlich. Eure Shay. Bis dann. Ciao.